Herzlich willkommen bei uns im Historischen Museum Saar, hier am schönen Saarbrücker Schlossplatz. Wir sind schon im Eingangsbereich zur Ausstellung Steinerne Macht, Burgenfestungen und Schlösser in Lothringen, Luxemburg und im Saarland. Das ist die größte Sonderausstellung seit Gründung des Historischen Museums Saar, also seit 1985. Und wir werden jetzt in einer Stunde einmal alle drei Etagen erkunden, von der Sonderausstellungshalle bis hinunter zur unterirdischen Burg. Und ja, da lade ich Sie ein, mir zu folgen. Wir haben hier vorne unseren Foyerbereich. Hier an der Kasse werden Sie normalerweise als Besucher empfangen. Und wir gehen nun einmal direkt in die Sonderausstellungshalle, sind hier an unserem ersten Exponat. Wir haben die Möglichkeit, die Sonderausstellung in zwei Richtungen zu erschließen. Einmal beginnen wir hier bei der Burg Elz oder Sie können auch auf der anderen Seite hindurchgehen und im 10. Jahrhundert die ersten Burgen erkunden. Aber mir ist es lieber, wenn wir in der Gegenwart anfangen und von der Gegenwart uns langsam der Vergangenheit nähern. Also Burg Elz ist unser Eingangsbild, weil wir ein romantisches Burgenbild zeigen wollten und die Burg Elz ist immerhin eine der wichtigsten Burgen in Deutschland. Leider haben wir aber keine entsprechenden Darstellungen aus dem Saarlouis-Luchs-Raum aus dem 19. Jahrhundert, die so schön Ruinen darstellen, wie es jetzt hier der Fall ist. Burg Elz ist sogar gar keine Ruine, sondern eine vollständig erhaltene, seit 800 Jahren nie zerstörte Burganlage, die Ihnen vielleicht bekannt ist durch den 500-Mark-Schein noch früher. Ich habe mir sagen lassen, die Burg Elz war dort abgebildet. Und sie ist hier in unserem Beispiel vom Herrn Hilgers gemalt aus der Düsseldorfer Malerschule, spiegelverkehrt gezeichnet und auch die Felsen im Hintergrund gibt es so in echt nicht, weil eben die Burg Elz an der, zwischen Mosel und Eifel gelegen ist eine Burg, die hier hineinkomponiert wurde in eine Landschaft. Das ist ganz typisch für die Düsseldorfer Malerschule, die sehr viele Situationen am Mittelrhein und auch in der Eifel gemalt hat, aber eben leider nicht ins Saarland gekommen ist und das liegt daran, weil sie hier in der Gegend ja, vor allem Ruinen vorgefunden haben und eben nicht den Fokus auf dem, der Malerei hier hingelegt haben. Sie sind also direkt weiter nach Südfrankreich oder nach Italien und haben dort ihre Landschaftsstudien betrieben. Burg Elz ist zusammenkomponiert eben aus diesem felsigen Hintergrund, der die ganze Burg in der Dramatik erheben soll. Und wie ist es eigentlich bei uns hier im Raum? Das zeigen wir gleich. Warum haben wir nicht solche tollen Anlagen? Das liegt hier vor allem daran, dass wir eine große Zerstörung erfahren haben im Dreißigjährigen Krieg, in der Französischen Revolution oder zur Zeit des Zweiten Weltkrieges sind viele der ca. 200 Burgenfestungen und Schlösser im Saarlouis-Luchs-Raum zum Teil oder weitestgehend zerstört worden. Wenn man aber genau hinschaut, merkt man, dass unsere Burgen-, Festungs- und Schlösserlandschaft hier im Saarlouis-Luchs-Raum in der Großregion unheimlich spannend ist und manchmal auch verschollene oder kaum noch erhaltene Anlagen eine Riesenfaszination entfalten. Und natürlich kennt jeder irgendeine Burg aus seiner Region, aus seiner Gemeinde zum Beispiel. Burgen sind ein Zeichen für Identität, Schlösser genauso, für Heimatgefühl und wir wollen das hier am Anfang eben entsprechend aufgreifen. Bevor wir jetzt einen Schritt weitergehen, müssen wir gerade nochmal nach hier schauen. Wir haben hier vorne im Bild eine kleine Tafel, die ist aus dem 19. Jahrhundert. Das Original ist nicht erhalten. Das war aus Holz, das ist ein Gipsabguss. Und dieser Gipsabguss war für uns spannend, eben weil es einen Zustand dokumentiert, den wir so heute nicht mehr erhalten haben, nämlich eine Situation aus dem 14. Jahrhundert. Es gab ein Kästchen, das einen solchen Deckel hatte und dieses Kästchen war aus Holz, ganz fein gearbeitet und man hat im 19. Jahrhundert einen Abguss gemacht davon und seitdem ist das Kästchen verschollen. Und wir haben das, diesen Abguss aus dem 19. Jahrhundert aus dem Deutschen Burgenmuseum in Thüringen von der Feste Heldburg geliehen, einer unserer 35 internationalen Leihgeber hier für die Ausstellung und insgesamt zeigen wir 120 Exponate und das auch noch vorweg, wir haben 15 Kooperationspartner und 30 Fachleute aus 5 verschiedenen Ländern eingebunden, um die Inhalte hier aufzubereiten. Gehen wir wieder zurück zu unserem Kästchen. Wir haben hier eben diesen Kästchendeckel, der aus 4 Feldern besteht und in der Mitte eine normale Turnierszene, wie man sie fürs Mittelalter erwarten würde. 2 Panzerritter greifen sich mit Lanzen dort an, aber links im Bild ist eine Besonderheit. Da sehen Sie ganz links im Feld Ritter, die in voller Montur eine Burg erstürmen, die von Frauen verteidigt wird, die dort mit, ja man kann sagen, mit Kissen
sozusagen auf die Ritter draufschlagen. Und das ist eine, man würde fast meinen, eine Karikatur des Mittelalters, aber tatsächlich gab es damals Feste und es war ein übliches Thema bei diesen Festen, dass man spielte, wie die Ritter die Burg angreifen, die von Frauen verteidigt wird. Und das wollten wir so als lockeren Einstieg erstmal ohne zu viele Inhalte, so als Gespür für das Thema der Ausstellung mit hier hineinnehmen. Ja. Jetzt gehen wir durch unser Portal durch und sehen gleich oben an der Wand den Spruch, die Ruinen ruinieren mich. Ich bringe einmal die Kamera etwas höher. Hier. So. Wir haben hier den besonderen Fall, dass wir in einem Buch über Burgen im Saarland, in der Saarregion von 1853, von Herrn Hever das Zitat des preußischen Königs gefunden haben, Friedrich Wilhelm IV., der bis 1861 gelebt hat, in dem er eben sagte, die Ruinen ruinieren mich. Das Zitat aus dem Buch, es stammt aus seiner Zeit, also aus seiner Lebzeit, ist also zeitgenössisch und deshalb verbürgt. Und das ist für die Burgenforschung ein wichtiges Zitat, weil das war bisher nicht bekannt, auch in der internationalen Burgenforschung nicht, soweit wir das recherchieren konnten. Und das entspricht so ein bisschen der Problematik, die natürlich diese Ruinen, ich habe eben gesagt, 200 Stück in der Großregion sind es mindestens, die haben natürlich auch alle ein Bedürfnis, sie zu erhalten, sie vernünftig einzubetten in Tourismuskonzepte und so weiter. Und natürlich kostet das Ganze auch Geld, Ruinen zu erhalten. Auch wenn sie schon Ruinen sind, muss man sie doch sichern. Und das hat der preußische König damals zu seinem Leidwesen schon erkannt und das greifen wir entsprechend auf. Ja. Dann haben wir gedacht, zeigen wir mal nach Burg Eltz eine Ruine passend zum Spruch vom preußischen König. Wir haben hier die eine Ruine, die der Maler Lessing im 19. Jahrhundert gemalt hat, ein bekannter Vertreter der Düsseldorfer Malerschule. Diese Ruine sollte irgendwo in der Eifel verankert sein. Das war anfangs unser Gedanke. Das ist ein unbekanntes, bislang unbekanntes Werk von Lessing. Deshalb zeigen wir es hier. Sollte quasi von der Burg Eltz als ganze Burg hin zur Ruine in unsere Region hineinleiten. Da kommen wir gleich zu. Aber bei dem Gemälde haben wir jetzt festgestellt, und das erst vor wenigen Tagen durch eine große Umfrage, die wir gestartet haben. Es ist tatsächlich die Ruine der Burg Altwied im Mittelrheingebiet und dadurch gar nicht so, wie wir dachten, eine Eifelburg. Da müssen wir zugeben, dass wir da ein bisschen gepokert haben und gedacht haben, wir wollen unbedingt dieses besondere Gemälde zeigen, weil es eben auch verschiedene Aspekte mit sich bringt. Wir haben also hier vorne sechseckige Renaissance-Türme und haben hier eine ganz detaillierte Darstellung einer Burg mit sogar zeichnen sich alte Dächer ab. Wir haben Kalkränder, die dort abgebildet sind, unheimlich realistisch mit den Fenstern, mit allen Details. Und das ist im Grunde ein Ausdruck der frühen Burgenforschung in unserer Region. Insgesamt also aus dem 19. Jahrhundert. Und ja, am Ende ist es aber doch keine Eifelburg, sondern aus dem Mittelrheingebiet. So, wir haben jetzt dann eine echte Ruine aus unserer Region, das ist die Burg Kirke. Das ist hier in dem Beispiel ein Buch von Herrn Neumann von 1830. Das ist tatsächlich das Älteste, was wir hier aus der Region haben, wo man mal von Burgenforschung sprechen kann. Hier sind die Anlagen beschrieben worden, im Saarland auch rüber nach Rheinland-Pfalz. Aber Burg Kirke ist dort abgebildet und eine Besonderheit ist hier in diesem Bild ganz unten ein Eingangsportal der Renaissance, also aus dem späten 16. Jahrhundert, das zur Burg Kirkel gehörte, von dem heute nichts mehr da ist, aber 1830 war diese Ruine eben noch vollständiger. Und das zeigt auch, wie schnell sich die Ruinen verändern. Und ja, wir haben hier vorne nach diesem Intro zur Ruinenthematik und zum Erhaltungszustand der Anlagen ein Überblick, welchen Raum betrachten wir eigentlich. Und das ist natürlich das Saarland, wie eingangs schon gesagt. Luxemburg und das Saarland haben ungefähr gleich große Flächeneinheiten, vergleichbar große Flächeneinheiten. Und weil Lothringen oder Grand Est eben als Region so riesig ist, haben wir gesagt, wir nehmen das Departement Moselle im Fokus, weil dann können wir wirklich drei heutige politische Räume vergleichen in ihrer Denkmälersubstanz, was natürlich historisch so nicht über die Jahrhunderte als gültige Grenzen existiert hat.
Und das sieht man dann zum Beispiel in unseren Vitrinen wie hier. Wir haben hier eine Karte von 1513 von Waldseemüller. Diese Karte zeigt unsere Landschaft, wie sie vor 500 Jahren aussah als Region mit, hier sieht man Wälder, Flüsse, Berge und eben diverse Städte und Gebietszugehörigkeiten. Und man merkt, dass das überhaupt nichts mit unseren heutigen politischen Grenzen zu tun hat, aber natürlich die Städte trotzdem existiert haben. Diese Karte haben wir hier in einer Haube versteckt, weil die Gemälde hier im Raum dürfen einen Lichtwert von 150 Lux erhalten. Das ist ein festgelegter Wert, den sie als Maximalgrenze aus konservatorischen Gründen dürfen sozusagen. Und bei Papier ist es etwas anders. Papier, alte Papierdokumente, die dürfen nur ein Drittel davon, also 50 Lux. Das heißt, wir müssten in der ganzen Halle das Licht ein Drittel dunkler machen und haben uns dann eben dagegen entschieden, gegen diesen sehr dunklen Ausstellungsraum und haben dann diese Dokumente eben durch diese Stoffhauben geschützt und Sie können dann in der Ausstellung die einzelnen Stoffhauben selbst entdecken. Das Besondere an der Karte von Waldseemüller ist, und das können Sie dann hier vor Ort nachlesen, diese Karte ist nicht genordet. Man hat im Mittelalter und auch danach, also in der sogenannten frühen Neuzeit, im 16., 17., 18. Jahrhundert noch, hat man teilweise Karten gesüdet oder geostet. Und das müssen Sie beachten, wenn Sie die Karte von Waldseemüller mit der heutigen vergleichen wollen. Ja, wir sind jetzt hier an einem Punkt, wo wir die schwierige Frage gestellt haben, was ist eigentlich eine Burg, was ist eine Festung und was ist ein Schloss? Bei der Burg ist es so, dass die Burgen, typische Steinburgen des 12. bis 15. Jahrhunderts, ganz typisch mittelalterlich, das verbindet man oft mit einer Burg oben auf dem Höhenzug oder als Wasserburg unten im Tal mit einem großen Wassergraben umgeben. Und jetzt gibt es aber auch eine Variante, wenn Sie das obere Foto sich anschauen, das ist ganz oben dieses große Bild mit diesen verschiedenen parallelen Gebäuden, länglich gezogen mit der großen Freitreppe in der Mitte und der Sportplatz auf der linken Seite. Das ist die Ordensburg, die auf der Saarschleife von den Nazis in den 30er Jahren errichtet werden sollte. Das ist so eine Art Kaderschmiede für den Nachwuchs der Nationalsozialisten und ist die Perversion des Burgbegriffs. Und wir haben es hier hineingenommen, weil die Saarschleife tatsächlich diese riesige Anlage, also das Herzstück des Saarlandes, die Saarschleife sollte diese riesige, monumentale, über einen Kilometer lange Anlage erhalten und sie hätte die Saarschleife in ihrem Eindruck komplett verändert und hätte dort existierende Verteidigungs- und Burganlagen zerstört. Also wir haben dort in der Saarschleife einen keltischen Wall, der zu einer keltischen Befestigung gehört und dann haben wir eben klassische Burgen aus dem 10. 11. Jahrhundert, eine großen Erdhügel, der aufgeschüttet wurde mit einer Holzburg, die heute nicht mehr erhalten ist, aber der Erdhügel ist noch da. Dann haben wir aus dem 12. Jahrhundert Altmontclair und aus dem 15. Jahrhundert Neumontclair. Und das hätte alles weichen müssen für die Ordensburg Saarschleife der Nazis. Es gab schon ganz genaue Baupläne. Insgesamt sind 6 dieser Ordensburgen geplant worden. Man kennt vielleicht die Ordensburg in Sonthofen oder eben die Ordensburg Vogelsang im Nationalpark Eifel. Und hier haben wir eben die Situation, dass im Saarland die Ordensburg nicht realisiert wurde. Gleichzeitig haben wir aber als Beispiel nur, wie weit die Nazis das in ihre Ideologie getrieben haben, wie weit sie den Burg- und Ritterbegriff ins Abstruse geführt haben, ist halt die Darstellung hier ein Holzschnitt. Ich drehe mich mal gerade hier vorne auf das Bild. Wir haben hier, das ist reproduziert, also kein Original. Das Original ist auch hier nicht erhalten, genauso wie bei diesen Zeichnungen ist das Original nicht erhalten. Es gab nur Fotos aus den 30er Jahren, die wir dann reproduziert haben, reproduzieren konnten. Die hatten sich in Köln erhalten. Und hier sieht man eben die Ordensburg Vogelsang als Beispiel, wo die Nazis sich tatsächlich als Ritter im Sinne eines Ritterordens darstellen, mit dem Hakenkreuz am Oberarm. Und es ist auch hier, dass natürlich die Nazis nichts mit einem Ritterorden zu tun hatten, rein gar nichts. Und
Es ist einfach eine sehr seltsame Ausformung dieser Thematik, die wir aber hier thematisieren wollten, weil sie einmal spannend ist. Zweitens, weil die Ordensburg die Saarschleife als eine der wichtigsten Burgenregionen im ganzen Saarland, die Saarschleife, zerstört hätte in ihrer Denkmälerlandschaft. Und ja, das Ganze leitet dann über auch in die Frage, was ist eine Festung? Und auch hier haben wir ein Beispiel aus den 30er Jahren genommen, nämlich den sogenannten Westwall. Wir haben hier die Höckerlinie in der Mitte des Bildes, die als Panzersperre angelegt wurde. Der Westwall war über tausende Kilometer lang. Wir haben 17.800 Bunkeranlagen am Westwall, die gebaut wurden. Das ist eine Riesengrenze zwischen Deutschland und Frankreich, von den Nationalsozialisten errichtet und im Grunde eine Festung für ein ganzes Land. Also hier passt der Begriff Festung sehr wohl. Und das zeigen wir eben hier. Es ist so wie die Maginot-Linie nach dem Ersten Weltkrieg eine Verteidigung auch für das ganze Land Frankreich war, ist tatsächlich eine Festung, nicht so wie wir sie kennen, nur so etwas wie Saint-Louis zum Beispiel, wo wir eine Stadt haben, die als Festung initiiert wurde, sondern wir haben hier eine Riesendimension von Festung und tatsächlich trifft das den Begriff. Richtig schwierig ist die fachliche Zuordnung, wenn man so will, bei der Frage der Schlösser. Wir haben den Gouverneurspalast in Metz, hier aus dem 19. Jahrhundert, aber selbst der Pingressonbau in Saarbrücken stand mal in der Diskussion, als wir hier eine Fachtagung gemacht haben im Museum, ob der Pingressonbau als Schloss zählen sollte oder nicht. Das mag auf den ersten Eindruck sehr seltsam wirken, aber tatsächlich die innere Raumaufteilung des Pingressonbaus ist so, dass er mit Eingangshalle, Repräsentationsbereich, Verwaltungsbereich und so weiter sehr der Typologie der inneren Raumaufteilung eines Schlosses entspricht. Natürlich äußerlich würden wir nie auf die Idee kommen und wir konnten uns unter den Fachleuten dann auch nicht einigen, wo hört das Schloss auf, wo fängt es an, gerade weil im 19. Jahrhundert ganz viele und dann auch noch im frühen 20. Jahrhundert ganz viele industrielle, gehobene Bürgerschicht, reiche Personen also, sich dann kleine Herrschaftshäuser gebaut haben, die oft schlossartig waren. Und bevor wir uns jetzt hier bei der Führung in dieser Thematik verlieren, leiten wir über in ein richtiges Schloss und das ist das Schloss Karlsberg. Da haben wir hier sehr viele unterschiedliche Objekte und Bilder. Ich möchte aber zuerst einmal zeigen, Schloss Karlsberg bei Homburg, hier im Saarland, was ist davon eigentlich übrig geblieben? Wie sieht es dort heute aus? Und da haben wir hier in der Mitte der Ausstellung, in dieser obersten Etage, haben wir einen Multitouch-Tisch. Diese Karte, die man hier im Bild sieht, die haben wir für die Ausstellung entworfen. Das sind Shuttle-Radar-Topography-Mission-Daten von 2002, also aus dem Weltraum aufgenommene Daten, die farblich aufbereitet wurden. Die Flüsse haben wir dazu gesetzt. Wir konnten die Dicke der Flüsse ändern. Wir haben also die Mosel herausgenommen. Wir haben hier die Saar verlaufen, die hier in die Mosel mündet. Und im Grunde haben wir das Departement Moselle markiert, das Saarland und Luxemburg. Und 30 Anlagen haben wir dann aus dem Flugzeug oder mit der Drohne dokumentiert. Ich kann jetzt hier mal Ihnen beliebige Beispiele zeigen. Also zum Beispiel die Festung Bitsch in Lothringen im Departement Moselle ist ein Paradebeispiel für eine gut erhaltene Festung, die ja bis 1870-71 ausgebaut wurde, bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Hier befand sich früher auch mal eine Burg, von der nichts mehr erhalten ist. Und die ganze Landschaft wurde in diese Festungsplanung mit einbezogen. Gleichzeitig aber jetzt nochmal zurück zu unserer eben beschriebenen Anlage, hier der Karlsberg, hier vorne. Karlsberg ist ein Riesenschloss des 18. Jahrhunderts, 1793 zerstört. Und wir haben heute an der Stelle dieser monumentalen Schlossanlage sehr viel Wald, der Reste des alten Parks um das Schloss überprägt. Und dann haben wir hier mittendrin leichte Ruinen, das sind die Fundamente der Orangerie eines Gebäudes, das ich gleich noch erklären werde. Das ist also der unterste Teil, der sich von dieser Orangerie erhalten hat. Und ansonsten ist dieses Schloss 1793 weitestgehend, also geplündert sowieso und dann in den allermeisten Teilen so zerstört worden, dass sie es heute in der Landschaft entdecken müssen. Und das, obwohl in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts man in Europa
sehr über dieses Schloss auch gesprochen hat. Es gibt eine Reihe von Reiseberichten, das Leben des Schlosses ist sehr gut dokumentiert. Und es war ein klassisches Beispiel für ein barockes Schloss, für eine Herrscherresidenz, die wirklich Ausstrahlung hat. Es gibt dann ein Beispiel aus dem 16. Jahrhundert, also aus der Renaissance, auch aus unserer Region, auch ein Schloss, das in Europa für Aufsehen gesorgt hat. Das war das Schloss La Fontaine in Luxemburg-Klausen. Wir haben hier ein Luftbild mit der Alzette, die hier eine Schleife macht, der Fluss. Und wenn wir großziehen, sehen wir, dass der Bereich, in dem früher das Schloss stand, das ist also hier vorne, das ist ein Bereich, der heute von einer Siedlung überprägt ist. Und auch hier ist das Schloss vor allem archäologisch und natürlich dann auch noch in alten Gemälden und Zeichnungen zu entdecken. Also auch eine der wichtigsten Anlagen der Renaissance, nicht mehr vorhanden. Das ist das Beispiel, was ich eben gesagt habe. Schlösser besucht man heute in der Loire und Burgen im Mittelrhein. Bei uns sind die Sachen manchmal ein bisschen mehr versteckt, aber nicht minder spannend, auch wenn sie nicht immer so gut erhalten sind. Aber gute Erhaltung, das als letztes hier zum Beispiel. In Luxemburg haben wir eine ganze Reihe Burgen, die wieder aufgebaut wurden, in Teilen oder auch sehr gut noch erhalten waren, weil Luxemburg nicht immer im Zentrum der Kriege stand. Also es war auch im Spanisch-Niederländischen Krieg im 16. Jahrhundert, war Luxemburg auch ein kleiner Bereich, der abgeschirmt war von den großen Kriegshandlungen. Er lag so ein bisschen dazwischen, ohne selbst im Fokus zu liegen. Und deshalb haben wir aufgrund dieser besonderen Situation von Luxemburg in den letzten Jahrhunderten manchmal einen besseren Erhaltungszustand. Das nur mal als Beispiel. Es lohnt sich, die Anlagen im Gelände zu erkunden. Gehen wir zurück zu Schloss Karlsberg. Also Erbauer von Schloss Karlsberg ist Karl II. August, Herzog von Pfalz-Zweibrücken. Wir haben hier eines seiner wichtigsten Gemälde mit dem Feldherrnstab. Dieses Gemälde ist das, was ihn am besten zeigt, ist auch hervorragend erhalten und ist von Pitz gemalt, aber in der Residenz München aufbewahrt. Wir sind sehr froh, dass die Residenz München uns dieses Gemälde für die Ausstellung leihweise zur Verfügung gestellt hat, dass hier in unserer Großregion dieses besondere Bild auch wirklich dargestellt wird. Man muss ja immer die Personen sehen, die hinter diesen Anlagen stehen, und jetzt haben wir eben hier nebenan dieses Schloss, was Sie eben als Loch im Wald im Foto gesehen haben, einmal komplett nachgebaut. Hierhinter stecken eine ganze Menge Details. Es ist nämlich so, dass wir die gesamte Landschaft komplett als Laserscan und als Höhenlinienmodell dann nachempfunden haben. Der Laserscan dokumentiert das Relief und dann haben wir daraus das Höhenlinienmodell übertragen. Wir wollten ganz genau an der realen Topografie sein. Dann haben wir alle alten Zeichnungen, Pläne, Skizzen zusammengenommen, haben auch im Hauptstaatsarchiv von München noch Dinge extra gescannt im Detail, um dann hier zu entscheiden, wie sah zum Beispiel hier am Balkon das Metallgitter aus oder die Fenster, die Farben und all diese Dinge. Reiseberichte wurden auch hinzugezogen und dann war noch die große Entscheidung, was wurde realisiert und was war nur geplant. Das muss man natürlich auch immer im Unterschied sehen. Wir haben dann alles über einen Künstler vom Niederrhein, einen Architekturvisualisierer, nachbauen lassen. Er hat das alles per Hand aufgebaut. Wir haben hier vorne zum Beispiel diese Solarpaneelen, die da vorne sich abzeichnen. Das sind im Grunde die Fensterscheiben holländischer Gewächshäuser, also eben keine Solarpaneelen. Es gab unheimlich viele Wirtschaftsgebäude, die zum Schloss gehören. Die sind oben links mit ganz vielen Details. Es gab auch einen Zoo beim Schloss, den wir jetzt hier in dem Bild jetzt so nicht nachvollziehen können. Aber wir haben hier den Innenhof des Schlosses und ganz wichtig, hier unten die Orangerie, das ist das Gebäude, wo ich eben zum Luftbild gesagt habe, da sehen Sie die Fundamente. Die Orangerie ist umgeben von den Orangenbäumen, kleine Orangenbäume hier mit den Früchten noch dran. Wir haben nachher sogar herausgefunden, dass die Töpfe der Orangenbäume eben keine Terrakotta- oder Keramiktöpfe, rote sind, sondern eben Holztöpfe, die weiß angestrichen wurden. Das Ganze haben wir dann im Detail auch nachvollzogen mit
Dr. Jutta Schwan vom Saar-Pfalz-Kreis, die ihre Doktorarbeit über Schloss Karlsberg geschrieben hat und die uns natürlich dann in allen Details weiterhelfen konnte. Ja. Gut. Schloss Karlsberg war ein, also ich habe eben den Zoo erwähnt, wir haben dort auch zeitweise ein Kamel gehabt. Es gibt so viele Geschichten, die wir hier in der Ausstellung, im kommenden Ausstellungskatalog und ja, auch darüber hinaus natürlich nachvollziehen können. In unserer Führung konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Objekte, weil eben wir wollen ja innerhalb einer Stunde auch fertig werden. Man könnte hier viele Stunden erzählen. Also wir haben hier ein paar Objekte, zum Beispiel eine Türklinke dieses verschwundenen Schlosses Karlsberg. Wir haben eine Pistole der Leibgarde von Karl II. August aus Privatbesitz, sehr persönliches Objekt, genauso wie sein Jagdmesser, die Weidpraxe mit seinen Initialen. Es war anfangs die Frage, wie kommen wir eben auch an persönliche Objekte heran, und da hat uns eine Privatsammlung sehr geholfen, und das können Sie hier jetzt sozusagen auf der individuellen Ebene nachvollziehen, nachdem wir vorher eben auf anderen Ebenen uns dem Schloss genähert haben. Auch eine vergoldete Uhr, die 80 Kilo wiegen soll, ich habe sie selber nicht nachgemessen, aus der Residenz München, ist Teil dieser Inszenierung. Ja. Wir haben dann aus Luxemburg-Klausen dieses Schloss La Fontaine, das habe ich eben dargestellt. Das ist eben aus der Frühphase der Schlösser. Die ältesten Schlösser in unserer Großregion stammen alle aus dem 16. Jahrhundert. Es gibt keine noch älteren, vorher gab es nur Burgen. Und das ist das Schloss La Fontaine mit der Alsette hier im Vordergrund, wie wir es rekonstruiert haben, zusammen mit den Freunden vom Schloss Mansfeld und der Luxemburger Denkmalpflege. Unheimlich viele Elemente in dem Garten spiegeln so ein bisschen die antike Lebenswelt wider. Diese Anlage wurde bis 1604 gebaut und dann war Baustopp, weil eben der Erbauer Peter Ernst von Mansfeld verstorben ist. Er hatte hier erst gar keinen Grundbesitz, sondern hat sich den Besitz erwerben müssen und hat sogar den Felsen im Hintergrund, der hier außen rum überall läuft, abgetragen, ein Stück weit abgetragen, um das Schloss, dem Schloss mehr Raum zu geben. Und er hat eben als Feldherr gekämpft in dieser Zeit im Spanisch-Niederländischen Krieg und hat dann zwischendurch sich hier diesen repräsentativen Herrschersitz aufgebaut. Wie er aussah, dieser Herrschersitz, das wissen wir auch durch Darstellungen, zum Beispiel hier 1598. Das ist eine Darstellung aus der Nationalbibliothek in Luxemburg, wo wir hier die Festung Luxemburg sehen und da unten eine detailgetreue Darstellung von Schloss La Fontaine. Peter Ernst von Mansfeld, das ist eine Leihgabe der Universität Leuven in Belgien, hat dieses Gemälde, ne? Und wir haben hier auch für ihn ein persönliches Objekt in die Ausstellung nehmen wollen. Das ist in dem Fall ein Silberpokal, der später noch ein bisschen umgearbeitet wurde. Aber was nicht umgearbeitet wurde, sind halt die meisten Verzierungen stammen aus seiner Zeit und sind für ihn produziert worden. Wenn man den Deckel abhebt, ist darunter, ich habe sie selbst noch nicht gesehen, weil wir das Ganze natürlich fachmännisch eingeräumt haben mit den Kollegen von MNA Straf vom Luxemburger Nationalmuseum. Und den Deckel, wenn man ihn abhebt, ist eine nackte Frauendarstellung auf der Unterseite. Das hat der Peter Ernst von Mansfeld sich damals so vorgestellt und diesen Trinkpokal eben auch genutzt. Das Ganze wurde uns dann geliehen über eine Nonnenkongregation Notre Dame aus Luxemburg-Stadt über das Nationalmuseum, die dann hier mit einem Kurier, mit einem Restaurator, die dieses Objekt auch eingeräumt haben. Und das ist auch manchmal so, wenn Sie hier solche Folien entdecken, zum Beispiel wie hier in der Vitrine, da haben wir den Sockel mit einer Spezialfolie verkleidet, damit eben aus dem Holz keine Ausdünstungen in die Vitrine hineingelangen, die dann zu einer Korrosion, zu einer Veränderung des Objektes führen können. Das wollten wir unbedingt verhindern. Wie sieht es denn aus mit den ältesten Schlössern bei uns in der Region? Wir haben hier eine große Besonderheit von 1620. Wir haben aus der Zeit von 1620 die Originalzeichnungen, die Bauaufnahmen eines Bauingenieurs Heinrich Höhr, verschiedene andere Schreibweisen noch, wird er
manchmal genannt. Der Heinrich Höher hat alle Nassau-Saarbrückischen Schlösser aus der Zeit Mitte des 16. Jahrhunderts bis 1620, in dieser Bauzeit sind sie entstanden, hat die alle dokumentiert, als sie fertig waren, und das als feine Zeichnungen, wie Sie hier auch eine sehen. Hier steht jetzt Philippsborn als Beispiel. Wir haben aber diese, also ich schließe jetzt die Vitrine aus konservatorischen Gründen wieder. Das können Sie sich dann in der Ausstellung anschauen. Wir blättern immer wieder um. Diese Seite habe ich jetzt gerade das erste Mal gesehen und wir müssen alle paar Wochen umblättern, eben auch aus konservatorischen Gründen. Und wir haben dann ein paar Seiten reproduziert. Hier zum Beispiel haben wir das Schloss Neunkirchen, wir haben das Schloss Saarbrücken. Es gibt sogar einzelne Etagenpläne, wo man sieht, in welchem Raum ein Kamin stand, was also eine beheizte Stube war oder wo die Pferdestallungen waren, all die Details. Und wir haben das Schloss Ottweiler, Schloss Homburg, habe ich am Wochenende noch besucht, die Hohenburg, mitten in Homburg, ein richtig schöner Aussichtspunkt, eine tolle Topografie für eine solche Anlage. Und dann gibt es Schloss Philippsburg. All diese Schlösser sind zerstört heute. Sie finden nur noch Reste im Boden, wenn Sie danach suchen würden, also wenn es denkmalpflegerisch angegangen wird, aus Notwendigkeit heraus. Wir haben hier Schloss Philippsborn, das ist das einzige Schloss mit einer Sondersituation, weil nämlich im Forsthaus Neuhaus im Saarbrücker Urwald ist im Grunde das Kellergewölbe von Schloss Philippsborn erhalten. Und das ist der einzige Ort, wo man wirklich noch die Renaissance-Schlösser nachempfinden kann. Leider nicht im Zugang, aber wenn Sie im Biergarten von Forsthaus Neuhaus sitzen, wissen Sie, dass unter Ihnen die Kellergewölbe dieses Schlosses liegen. So wie es sich hier darstellt. Der Keller ist in dem Fall hier nicht dargestellt. Gut. Wenn wir jetzt überleiten zur Thematik der Festungen. Festungen ist ein Thema, das ich persönlich gar nicht über die Maßen spannend finde, weil Festungen sind Weiterentwicklung von früheren Verteidigungsanlagen, also von den Burgen. Und Festungen sind im 16., 17. Jahrhundert, hatten sie ihre Hochzeit, besonders um 1700 unter Vauban, dem bekannten Festungsbauer. Und Festungen sind im Grunde Verteidigungsmaschinen, die versuchen, das Schussfeld so optimal auszunutzen, dass die gesamte Landschaft in der Reichweite der Geschütze eben perfekt verteidigt werden kann. Und ja, das hat so was Eiskaltes, so was sehr technisch-maschinelles. Als Beispiel haben wir jetzt hier eine Reproduktion eines Gemäldes von Van der Meul, das die Belagerung Luxemburgs 1684 darstellt. Durch Ludwig den 14. Ganz oben im Hintergrund sieht man die Stadt Luxemburg, damals natürlich noch deutlich kleiner, als das heute der Fall ist. Und wir haben dann in der Umgebung hier den Fluss, wir haben ein zerstörtes Dorf, die ganze Landschaft ist schon gezeichnet von dieser Belagerung, die Feldfluren sind zerstört. Wir sehen hier verschiedene Einheiten, die sich positionieren, die in Bewegung sind, und am Ende hat Ludwig der 14. eben auch die Festung Luxemburg eingenommen, und damals war bei der Belagerung Vauban auch schon dabei. Vauban ist auch verantwortlich für die Festung Saint-Louis. Wir haben hier seine Büste. Er hat über 300 Festungsanlagen mit betreut, 32 komplett selbst entworfen. Das heißt, er hat ein riesen Werk hinterlassen aus Sicht der Festungsarchitektur, der Festungsdenkmäler. Und wir haben hier ein besonderes Dokument von ihm. Das ist nämlich ein persönliches Dokument. Das war mal eine Handschrift, die jetzt hier abgeschrieben ist, aber zeitgemäßig aus der Zeit um 1700. Wo wir von Vauban erklärt bekommen, wie er seine eigenen Festungen einnehmen würde. Das ist ein absolutes Geheimdokument der damaligen Zeit. Wenn das unter die Leute gekommen wäre, wenn sich das verbreitet hätte, wäre eine Riesenkatastrophe gewesen. Wenn man sich vorstellt, dass er 300 Anlagen mit verantwortet hat, ist es natürlich ein Unding, dass es überhaupt so ein Dokument gibt. Er ist ja normal auch sehr sparsam in seinen Ausführungen gewesen. Aber vielleicht zeigt sich hier auch sein im Festungsbereich geniales Können, dass er selbst darstellt, wie er raffiniert genug wäre, sich selbst zu belagern. Und falls eine seiner Festungen auch mal in fremden Besitz übergehen sollte, hat hier der ehemalige Besitzer, der ihn damals beauftragt hatte, immerhin noch eine Anleitung,
wie er dann auch die scheinbar uneinnehmbaren Vauban-Festungen belagern konnte. Nach Vauban und seinen Festungen aus der Zeit um 1700 schauen wir uns einmal einen anderen Fall an, nämlich die Festung Metz. Metz hat diese Besonderheit, dass Metz eine sehr stark ausgeprägte mittelalterliche Stadtmauer mit einigen Befestigungselementen schon hatte. Wir sehen hier ein Gemälde, das Gemälde ist aus dem 17. Jahrhundert vom Musée de Courdeur in Metz an uns verliehen. Da sind wir sehr dankbar auch für diese Leihgabe und viele andere, die wir aus dem Musée de Courdeur in Metz Metropol bekommen haben. Wir haben hier die Stadtmauer, hier vorne das deutsche Tor, das Sie vielleicht kennen, zur Orientierung auf die Kathedrale in der Mitte der Altstadt mit. Und dann haben wir hier eine Zitadelle. Diese Zitadelle ist heute gar nicht mehr erhalten. Man kennt natürlich den Standort, aber Metz ist eben eine Befestigung, die über Jahrhunderte gewachsen ist. Und das zeigt in unserer Ausstellung ein kleiner Film hier vorne, den wir von den Freunden der Geschichte der Stadt Metz bekommen haben, Historia Mertensis, die uns hier zur Verfügung gestellt haben. Weitere 6 Medienstationen befinden sich im unteren Teil unserer Ausstellung. Die haben wir selbst entworfen und das ist eben eine zweisprachige Version für die Ausstellung speziell. Wir haben hier hinter dann, also wenn wir uns einmal drehen, ein Legerohr, eine Serpentine oder Schlange. Es gibt verschiedene Begriffe mit diesen charakteristischen Metallringen. Ein langes Geschütz aus dem 15. Jahrhundert. Wir haben tatsächlich in Metz den ältesten Nachweis für die Verwendung von Feuerwaffen bei der Belagerung von Metz 1324 schon. Mit dem Schwarzpulver, mit diesen Feuerwaffen, hat sich die gesamte Waffentechnik verändert und eben auch die Verteidigungsbauten haben sich geändert. Also in dem Moment, wo man aus der Burg mit Büchsen schießt zum Beispiel und nicht mehr mit Armbrüsten, brauchen die Schießscharten ganz andere Anforderungen und auch die Verteidigung an sich. Also die Festung ist eine Konsequenz, die Entwicklung der Festungsbauten, wie zum Beispiel Saarlouis als Festungsstadt, das ist eine Konsequenz aus der Entwicklung von Schwarzpulver, von Feuerwaffen, von Artillerie. Und da ist eben das 15. Jahrhundert die große Umbruchphase. Schon vorher in Metz bei der Belagerung ging das Ganze los, 1324, und dann wechselt eben im 15. Jahrhundert die Hakenbüchse, die Armbrust ab und wir haben dann ganz schnell eine rasante Weiterentwicklung der Feuerwaffen, die auch eine neue Reichweite erlangt haben, weshalb man immer wieder sich dieser Waffentechnik anpassen musste. Wir haben jetzt diese Serpentine aus dem 15. Jahrhundert zusammengebracht mit einer Schießscharte hier aus dem Museum Tollegium. Die Schießscharte stammt von Schaumberg, von der Schauenburg im Saarland und hat eben diesen Schlitz, wie sie früher auch für Pfeil und Bogen bei den Bogen aufkam. Und dann ist unten aber diese Rundung, deshalb nennt man das Ganze auch Schlüsselschießscharte oder Schlüssellochschießscharte, weil man hier diese Rundung eingebracht hat, um mit Feuerwaffen dann kämpfen zu können, um mehr rangieren zu können, im Blickfeld, im mehr Schussfeld zu haben. Deshalb haben wir diese beiden Objekte hier zusammengebracht. Es gibt dann hier noch Informationen zur Festung Bitsch, ein Plan aus Vincennes, aus dem Archiv, Militärarchiv in Vincennes bei Paris. Und wir haben hier auch ein Aquarell eines englischen Seemanns aus der Zeit um 1800, der die Festung Bitsch gezeichnet hat und eben aquarelliert. Habe ich dargestellt. Sie sehen das hier mit der Festung obendrauf und das ist eben ein sehr persönliches Dokument, das wir auch aus Privatbesitz bekommen haben. Der englische Seemann saß in Bitsch in Gefangenschaft. Das ist die Geschichte dahinter. Eine der größten Herausforderungen für uns in der Ausstellungsvorbereitung waren nicht nur die üblichen Dinge, Zeit, Geld und Kombination zwischen spannender Ausstellung und auch Forschung, also all diese Dinge. Wir mussten vor allem auch die Frage klären, was war mit Alpenclair in der Saarschleife? Wir haben in der Saarschleife, das ist jetzt hier eine rangezoomte Ansicht, als Computerrekonstruktion, wie wir sie eben auch bei Schloss Karlsberg oder Schloss Lafontaine kennengelernt haben. Wir haben hier die Saar, die macht ihren Bogen und mittendrin ist eben eine Denkmälerlandschaft.
Man hat damals vermutet, dass die Burg Altmontclair aus dem 12. Jahrhundert eine Länge von 700 Meter hat und damit möglicherweise die drittgrößte Burg in Deutschland gewesen wäre. Und es gibt über 25.000 Nachweise von Burgen in Deutschland. Das wäre also eine Sensation. Und wir mussten jetzt schauen, wie wir in kurzer Zeit mit überschaubarem Etat der Sache gerecht werden und haben dann uns entschieden, übrigens, Sie sehen hier die Ziegen für den Größenvergleich. Wir haben uns entschieden, die gesamte Saarschleife als Laserscan erstmal zu erhalten, also beim Landesvermessungsamt nachzufragen. Wir haben jeden Zentimeter aus dem Flugzeug vermessen von der Saarschleife dann als Datensatz bekommen und haben dann einen Geografen auf die Saarschleife geschickt, einen Tag alle Mauerreste, die es irgendwo gibt, mit einem Zollstock zu vermessen, zu fotografieren und mit einem GPS-Gerät die Koordinaten zu erfassen. Und all diese Fotos wurden dann über die Koordinaten in die Laserscans eingehangen. Die Laserscans von der Saarschleife erlauben auch minimalste Mauerstrukturen. Wenn also eine Mauer nur noch 8 cm aus dem Boden rausguckt und vielleicht auch überwuchert ist, zeichnet sie sich bei richtiger Licht- und Schattenwirkung im Laserscan ab. Und wir haben dann den gesamten Datensatz mit allen Fotos ins Allgäu geschickt, zu Joachim Zäune, einem der bekanntesten Bogenspezialisten in Deutschland. Und er hat sich alle Fotos angeschaut, ist dann noch zur Saarschleife selber gefahren, hat ein Gutachten gemacht und jetzt wissen wir, welche Mauerstrukturen der Saarschleife mittelalterlich sind und welche vielleicht von Terrassierungen, Weinbergen oder anderen Dingen aus den jüngeren Jahrhunderten stammen. Also konnten wir das Mittelalterliche erstmal rausnehmen. Und es ist so, dass Altmontclair, es gibt ganze erhaltene Räume, die dort als Gewölbe nur noch 20 cm aus dem Boden herausgucken, während der Rest des Raumes unter der Erde ist. Also das ist ein ganz spannender Fall. Wir haben versucht, dann die Saarschleife im Zustand um 1500 zu rekonstruieren. Wenn das alles am Computer hier per Hand nachgebaut wird, Sie müssen sich immer vorstellen, dass wir bei jedem dieser Bilder etwa 80 Korrekturen an diesen 3D-Modellierer gestellt haben, obwohl er vorher auch schon einen riesen Datensatz von uns bekommen hat mit Informationen, die er umsetzen musste, muss man im Detail nachher ganz viel noch korrigieren. Der Computer rechnet 24 Stunden, braucht er an Rechenleistung, also einen Tag, um für jeden Grashalm, für jeden Busch, für jedes Blatt an jedem Baum den Schatten auszurechnen. Und man hat sich vorher dann für eine gewisse Stimmung, für den Lichteinfallswinkel entschieden. Und dadurch gibt es eben jetzt dieses Muster. Wir haben extra die Saarschleife um 1500 dargestellt, obwohl Altmontclair ja schon im 12. Jahrhundert errichtet wurde, weil wir eben trotz Laserscan und trotz der Dokumentation der erhaltenen Mauerreste nicht alle Etagen mit allen Fenstern und Dächern rekonstruieren könnten. Das wäre reine Fantasie gewesen. Wir haben also versucht, im Grunde uns an einem Grundriss zu orientieren, den wir erstellen. Und das haben wir hier gemacht. Wir haben also die Kernburg Altmontclair das erste Mal überhaupt rekonstruiert. Hier ist ein Turm, hier ist eine Kapelle. Wir haben hier den Bergfried, also den Hauptwohn- oder Schutzturm. Und dann eben die Umfassungsmauer. Wir haben dann im Laserscan sehr gut die verschiedenen Gräben. Und hier ist auch noch einer, die sich abzeichnen. Und wir haben dann hier einen Vorburgbereich mit zwei Höfen. Wenn das irgendwann in 100, 200 Jahren vielleicht dann irgendwann mal eine Notwendigkeit für eine systematische Ausgrabung bestehen würde, würden sich diese Details natürlich noch alle verändern. Aber tatsächlich war Altmontclair um 1500 schon eine Ruine, weil nämlich typische Steine von Altmontclair, also sogenannte staufische Buckelquader, das sind Sandsteine in dem Fall mit sehr gerundeter Außenseite. Diese typischen Steine sind in den Fundamenten von Neumontclair oben rechts im Bild verbaut. Das heißt, tatsächlich muss Altmontclair Ruine gewesen sein. Neumontclair ist 1440 errichtet worden, quasi direkt neben Altmontclair und steht heute noch. Hier mussten wir nur die Dächer rekonstruieren, die sind heute nicht mehr drauf. Und da kann man heute hinwandern und da gibt es auch einen Biergarten, das ist ein unheimlich schöner Platz. Und von da aus wirkt dann der Baumwipfelpfad in der Optik so groß, während man vom Baumwipfelpfad in die Saarschleife sehr lange schauen muss, um Neumontclair zu sehen, weil es ist dann eben auch so klein, aber die Burg ist über 30 Meter hoch, nur mal zur Orientierung. Wir haben da oben die Zuwegseite, oben rechts vom Bild und direkt an Neumontclair ran gibt es einen Turmstumpf. Dieser Turmstumpf, also wir haben hier einen Hof, den zweiten Hof und dann einen Turmstumpf und dann kommt Neumontclair. Dieser Turmstumpf ist sehr wichtig, weil das ist ein typischer
Baukörper aus der Zeit um 1200. Ein polygonaler fünfeckiger Turm, den haben wir vergleichsweise auch bei einer Burg im Departement Moselle in Lothringen bei der Lützelburg. Wir schauen uns hier gerade mal das Foto an. Hier sehen Sie einen solchen fünfeckigen Turm, wie er genauso auch auf der Saarschleife stand, eben erhalten, teilweise saniert hier an der Stelle mit einem modernen Dach drauf. Und Sie sehen hier auch dann eben die Ruinen der Lützelburg in Lothringen, in der dieser Turm eingebettet ist. Lützelburg haben wir rekonstruiert, weil es eine typische Anlage aus dem Mittelalter ist, aus der Zeit um 1200. Also eine typische Burg sozusagen, die hier ihre Form durch das Gelände vorgegeben hat. Wir haben hier überall steile Hänge außenrum, das ist also ein Felssporn, der sehr prägnant ist. Also hat man die Umfassungsmauer auch genau an die Kante gesetzt, um eben diese Tiefe, die durch diesen Fels vorgegeben war, auch aufzugreifen und zu verringern. Das Besondere an der Lützelburg ist aber auch, und deshalb haben wir sie für die Rekonstruktion ausgewählt, die Rekonstruktion wurde übrigens mit Professor Gigliato von der Universität Nancy angefertigt. Wir haben hier diesen Fünfeckturm, wie er auf der Saarschleife stand. Hier ist es ein Wohnturm, auf der Saarschleife ist es vor allem auch ein Verteidigungsturm gewesen, der das ganze Plateau abgeriegelt hat von der Zugwegrichtung. Hier ist es ein Wohnturm. Wir haben auf der Lützelburg hier einen zweiten Wohnturm und einen dritten Wohnturm. Das nennt sich Garnerbenburg, wenn eine Burganlage durch verschiedene Besitzer geteilt ist. Normalerweise, wir kennen das von der Dachstuhl oder Siersburg, haben dann zum Beispiel zwei Söhne sich dann eine Burg geteilt, dann haben sie jeder einen Bereich gehabt. Hier ist es so, dass drei ganz unterschiedliche Besitzer, die genetisch gar nicht verwandt sein mussten, über die Jahrhunderte und erstmal ganz unterschiedlichen Familien angehörten, drei Wohnsitze hatten. Das ist also in dem Fall tatsächlich wie eine Wohngemeinschaft auf einer Burg, wo jeder dann seine eigenen Rechte und Pflichten hatte. Deshalb haben wir die Lützelburg ausgewählt und mit dem Bezug zur Saarschleife. Wir sehen jetzt hier noch einmal von hinten den Ritter, den wir eben schon bei der Führung mehrfach gesehen haben. Der Ritter passt aus verschiedenen Gründen in die Ausstellung. Einmal ist in unserer hohen Halle immer ein repräsentatives Objekt sehr wichtig, um die Besucher zu empfangen. Und das erfüllt er. Zum Zweiten ist das eine Rüstung aus der Zeit der allerletzten Ritter. Diese Rüstung ist nachempfunden, aber das Original wäre 1510. Ein Maximilian Harnisch, benannt nach Kaiser Maximilian, der auch eine solche Rüstung gehabt hat. Und dieser Maximilian Harnisch ist komplett nachgebaut. Sowas kostet einen Kleinwagen, wenn man das für sich machen möchte. Und ist nachgebaut worden für eine Person aus Saarbrücken, die hier am Triller gar nicht weit weg vom Museum wohnt und sich einen solchen Harnisch auf den eigenen Körper hat anpassen lassen. Das heißt, diese Person kann damit zu Hause als Ritter rumlaufen oder eben auch bei Veranstaltungen und hat uns direkt nach Fertigstellung dieser Rüstung diese direkt in die Ausstellung verliehen. Das heißt, es hat diesen Bezug nach Saarbrücken, aber Kaiser Maximilian selbst, der eine solche Rüstung getragen hat, war 1503 auch in Saarbrücken, später noch in St. Wendel. Und gleichzeitig gilt er neben Franz von Sickingen und Götz von Berlichingen als einer der letzten Ritter. Und er hat auch die letzten Ritterturniere noch veranstaltet, Anfang des 16. Jahrhunderts, also zu einer Zeit, als die Feuerwaffen im Grunde den Panzerritter, so wie er sich hier darstellt, schon obsolet gemacht haben, weil man wieder mehr hin zu Beweglichkeit musste und mehr, also die Hakenbüchsen im Vordergrund standen, also das Nachladen, das Zielen, die Mobilität. Der Umgang mit der Feuerwaffe stand im Mittelpunkt. Also dafür steht, für all diese Dinge steht hier unser Ritter, für das Ende des Mittelalters und den Beginn der frühen Neuzeit und für den Besuch des Kaisers in der Region. Und wir haben aber, um das Ganze auch zu untermauern, aus dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg einen originalen Maximilian Harnisch, und der ist jetzt wirklich von 1510 geliehen. Hier fehlen die ganzen Schulterpanzer und alle anderen Dinge, deshalb wirkt er etwas schmächtig, aber wir sagen selbst auch, dass es eine Art Knabenharnisch ist. Sie sehen oben noch die Klappe, in der früher die Lanze eingelegt wurde und diese charakteristische Riffelung im Bauchbereich. Die Holzfigur wurde mitgeliefert.
geliefert, muss speziellen Anforderungen erfüllen. Auch hier ist die Vitrine gegen Formaldehydaustritt wieder komplett in Alufolie eingepackt. Und auch das Stück wurde mit einem Kurier, mit einem Restaurator aus Nürnberg dann zu uns gebracht. Und jetzt kommen wir zur Hauptgruppe. Es gibt also etwa 140 Burgen im Saarlouis-Luchsraum aus dem 12. bis 15. Jahrhundert, also regelrechte Steinburgen. Und von denen gibt es viele, viele Objekte. Wir hätten hier in der Ausstellung ja Containerladungen von Keramik präsentieren können. Aber wir wollten eben Objekte heraussuchen aus der Vielzahl der Funde. Wir haben über 10.000 Funde durchgesehen für diese Ausstellung im Schnellverfahren, haben mit vielen Kollegen gesprochen, um die Auswahl zu erleichtern und haben dann sehr prägnante individuelle Stücke ausgesucht. Die können wir jetzt hier bei der Führung nicht alle im Einzelnen durchgehen, aber der Ritterkopf aus Metz mit einem Helm aus dem späten 14. Jahrhundert. Wir haben hier eine Model, also ein Negativ für die Produktion von Ofenkacheln, wo ein Einhorn mit einer Jungfrau dargestellt sind aus dem 14. Jahrhundert aus La Rochette-Fels in Luxemburg. Ein besonderes Stück, eine Silberwaage von der Meerburg bei Homburg. Wir haben aus Burg Bucherbach Schuhe und wir haben aus einem Brunnen und wir haben Bronzekessel. Wir haben von der Siersburg bemalte Fensterscheiben aus dem 13. Jahrhundert, Ende des 13. Jahrhunderts. Wir haben dann vom Palas, vom Wohnbereich der Burg Körkel, diese besondere Architektur mit Farbresten noch, verschiedene Details. Und das ist ein kleines Highlight an der Stelle, haben wir hier in dieser Vitrine eine der, oder vielleicht die älteste Erwähnung des Wortes Ritterburg weltweit. Das Wort Ritterburg stammt eigentlich im Grunde aus dem 19. Jahrhundert. Man hat damals gesagt, was haben wir da oben auf dem Berg? Oh, eine Ritterburg. Es war ein Nostalgiegedanke dabei. Und hier ist es aber so, dass auf der Burg Körkel in den zahlreich erhaltenen Verwaltungsakten aus dem 15. Jahrhundert mehrfach der Begriff Ritterburg aufkommt. Und alle Spezialisten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, waren ganz überrascht, weil sie kannten den Begriff aus dem Mittelalter selbst nie. Das ist also die erste mittelalterliche Erwähnung des Begriffes überhaupt, so wie das sich im Moment abzeichnet. Und gemeint ist da auf der Burg Körkel der Bereich, in dem die Burgmannen, also die Verteidiger der Burg, gewohnt haben. Und das war der Teil der Burg, der als Ritterburg bezeichnet wird. Und das finden Sie hier als Originalquelle geliehen aus dem Landesarchiv Speyer zu uns gekommen. Das Ganze geht hier weiter mit einer Flohfalle aus dem 17. Jahrhundert, aus dem Burgberg von Dachstuhl. Wir haben ein italienisches Reiterschwert aus Kerpen-Inningen und wir haben übrigens im oberen Teil, wenn Sie sich das in Ruhe nochmal anschauen wollen, bei Gelegenheit, eine ganze Reihe alte Ansichten und Fotos, historische Fotos, wie verschiedene Burgen früher aussahen. Und Sie sehen am Beispiel von Vianten. Vianten heute ist eine oder ist die Burg in Luxemburg, die als Touristenattraktion die meiste Anziehungskraft hat, ist ganz wichtig insgesamt für den luxemburgischen Tourismus und man kann dort unheimlich viele Sachen entdecken und erleben. Wir zeigen aber hier im 3D-Druck zum Vergleich auch mal, wie die Ruine Vianten ursprünglich aussah, im Zustand 1820. Und Sie können hier an verschiedenen Stellen eben, auch in Kombination mit unserem Multitouch-Stich, eben alte und neue Darstellungen vergleichen und sehen halt, wie sich Ruinen mit der Zeit verändern, in denen sie saniert, restauriert wurden, in denen sie wieder aufgebaut wurden teilweise oder eben noch mehr zerstört sind heute, wie wir eingangs mit Körkel ja auch gesehen haben, dem verschollenen Renaissance-Portal. Und dann haben wir ein großes Problem bei uns in der Region und das Problem besteht darin, dass es fast keine Forschung zum 10. und 11. Jahrhundert gibt. Das heißt, die Ursprünge der frühen Herrschaft in unserer Region lassen sich allein über die Schriftquellen erschließen, aber nicht anhand der Burganlagen und der archäologischen Substanz. Und wir wissen eigentlich fast gar nicht, wie das 10. und 11. Jahrhundert bei uns in der Region aussah. Dieser frühe Burgentypus ist vielleicht am Söterberg oder bei Faha, bei Mettlach, ansatzweise mal angegraben, untersucht worden, aber nie systematisch. Nur mal zum Vergleich, am Niederrhein kennen wir aus dem 10. und 11. Jahrhundert etwa 300 Burganlagen. Ja, manche davon sind vielleicht noch 12. Jahrhundert, aber ungefähr 300. Und hier in der Großregion diskutieren wir erstmal über 5. Und das ist ein Riesenunterschied. Und gerade bei der Menge der Anlagen aus dem 12. bis 15. Jahrhundert muss man in Zukunft den Fokus dann nochmal schärfen. Wir haben einfach nur repräsentativ dafür, dass natürlich auch im 11. Jahrhundert hier
existiert haben und Herrschaften existiert haben. Dieses Schwert aus dem Bayerischen Armeemuseum geliehen, das ist jetzt in der Donau gefunden worden, stammt also gar nicht von hier, ist aber das Symbol für diese Frühzeit, die wir hier eben durch gute Objekte nicht zeigen können. Wir haben noch einen Helm dazu ausgestellt. So, ich überspringe jetzt einmal den Grabstein aus Faha, den wir hier nur als Kopie zeigen konnten, da das Original im Landesmuseum in Trier über 1000 Kilo wiegt und aus der Ausstellung nicht rausgebracht werden konnte. Und wir hätten es aus statischen Gründen wahrscheinlich auch nicht präsentieren können. Aber diese Kopie zeigt in der Ausstellung eben auch, ist ein Symbol und Hinweis für diese frühe Entwicklung von Herrschaft, weil wir natürlich aus den fränkischen Strukturen des 6., 7., 8. Jahrhunderts, der Zeit vor Karl dem Großen, bis zum Burgenbau in unserer Region, dem 10., 11. Jahrhundert, eine Entwicklung haben, die teilweise im Dunkeln liegt und wo einfach, wie ich schon gesagt habe, in Zukunft der Fokus nochmal darauf gerichtet werden sollte.